Schätze und willkommen auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar schöne neue Sachen. Und zwar die ich mir in letzter Zeit mal wieder gekauft habe. Naja, was soll ich da groß noch sagen? Ihr kennt mich ja. Jetzt geht's los. Und zwar mein Fashion Haul. Bitte sehr. Ich fange einfach mal an und zwar mit diesem coolen Teil. Das ist ein Oberteil gestreift und das ist relativ lang. Und es hat so ungefähr ab Hüftlänge, hat das hier so einen Schlitz an beiden Seiten. Und vorne, ab der Knopfleiste ist auch so ein Schlitz. Das kann man dann so zusammenbinden. Super cooles Teil. Irgendwie finde ich das geil zum Kombinieren, ob zu einer coolen Lederjacke oder unter einem Hoodie oder so. Zu einer weißen oder schwarzen High-Waist sieht die einfach echt mega cool aus. Und gekostet hat die 25,95, also 26 Euro bei Telly Vagel. Dann kommen wir zu einem Teil, was ich sehr, sehr gerne mag, weil das eine schöne Farbe hat. Und zwar das hier. Ja, das ist gelb. Ihr habt es in meinen letzten Videos schon mitbekommen. Zudem ist gelb endlich mal wieder richtig, richtig trendy dieses Jahr. Und deswegen gibt es so viele schöne gelbe Töne. Und das ist von Zara. Das ist eigentlich nur ein ganz normaler ja, Pullover, Longsleeve. Der ist ein bisschen vorne kürzer als hinten. Lässt sich halt übelst schön kombinieren zu einfachen weißen Teilen. Ich kombiniere den gerne zu so einem Spitzenteil, was unten halt ein bisschen rausguckt einfach. Und ja, mag das super gern. Der ist von Zara und hat auch nur 12,99 € gekostet, glaube ich. Ist halt ein echt cooles Teil, gerade für den Sommer. Und ich liebe gelb und deswegen musste der mit. Wenn wir schon mal bei Zara und gelben Teilen sind, dann möchte ich euch noch dieses schöne Teil zeigen. Das ist ein Crop Top, auch in gelb von Zara. Hier war das so ganz cool, weil das ist wie so ein Knoten hier gemacht. Das ist reingenäht und der sieht angezogen halt echt richtig süß aus. Ja, hat gekostet 7,99 € von Zara. Kann man auch ganz schön geil mit einer weißen Highwaist oder so kombinieren. Deswegen musste der mit. Und dasselbe Teil, weil das halt so cool saß und einfach so sportlich, aber auch echt lässig aussieht und aber auch zu, glaube ich, echt schicken Outfits ganz cool aussehen könnte, habe ich mir das gleiche nochmal in weiß geholt. Auch mit dem Knoten von Zara, 7,99 €. Dann konnte ich es auch nicht lassen, diesen schönen Übergangsmantel von Zara zu holen. Das ist einer, der ist auch gerade sehr aktuell bei Zara und hat hier komplett überall am Kragen so silberne Nieten besetzt. Hat einfach eine sehr schöne Länge, finde ich. Ist halt nicht so dick. Den kann man eben jetzt auch noch bis in den April rein tragen. Und das Geile war, diese Jacke ist, wie gesagt, von Zara, hat vorher 70 € gekostet. Und ich hatte das Glück, die XS noch für 40 € nur noch zu kriegen. Dann kommen wir zu diesem Teil. Auch eine super, super geile Farbe. Ich mag ja Farben allgemein sehr gerne. Diese Farbe habe ich letztes Jahr unglaublich gerne getragen und bin umso überraschter, dass sie dieses Jahr halt extrem trendy und in ist. Und bei der ist es auch cool. Die hat genau wie das gestreifte Teil, hier vorne ist sie geschlitzt, sodass man einen Knoten machen kann. Und hier hinten ist sie einfach länger. Hat hier vorne auch noch so ein bisschen ja, Schnürungen, die so gekreuzt übers Dekolleté gehen. Hat nur 13 € gekostet bei Primark und in der Farbe muss das mit. Dann kommen wir schon zum nächsten und zwar ist das dieser coole Pullover. Das ist kein Hoodie, das ist natürlich eher ein Sweatshirt, ne? We Love Karl. Ein Pullover von Karl Lagerfeld. Hier sieht man auch, ja, dem sein Emblem, also seine Unterschrift sozusagen, Karl Lagerfeld. Und das ist übelst cool, der hat nur 30 € gekostet und zwar bei TK Maxx. Also ich fand den so cool und dann habe ich den halt einfach mitgenommen, weil ich mag halt Grau sehr gern und ich mag auch das Weiß so gern. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du den mit? Auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Teil und zwar ist das dieser schöne Buddy, also so ein Jumpsuit und
Der ist übelst schön sommerlich. Also ich denke mal, ich werde ihn jetzt in den nächsten paar Wochen erstmal noch nicht tragen können. Fand ihn aber so schön und wollte den halt jetzt unbedingt haben. Nicht, dass er dann im Nachhinein weg wäre. Und bei dem ist halt schön, der hat hier unten so Spitzeneinsätze. Der sitzt unglaublich gut. Diese Röschen, ich liebe die Farbe auf weiß sowieso. Der hat ein schönes Dekolleté, ist einfach ein schöner sommerlicher Jumpsuit. Gekostet hat das schöne Stück gerade mal 23 Euro. Bin sehr, sehr zufrieden. Und es ist von der Seite Shein-Zeit. Ich habe euch ja in den letzten Videos schon mal ein bisschen was davon erzählt, also von den chinesischen Seiten. Und ich bin jetzt gerade irgendwie in so einem richtigen Flash, dort einzukaufen, weil die haben halt Sachen, die es bei uns halt manchmal nicht zu kaufen gibt, die man aber schon gerne, schon immer haben wollte. So auch dieser Jumpsuit eben. Genau, für 23 Euro. Ach ja, welche Größe habe ich bestellt? Ist eine ganz normale S. Diesmal hat es auch in der S echt gut gepasst. Jetzt müsst ihr euch echt gefasst machen. Jetzt kommt ein ultra geiles Teil. Und zwar, seht ihr mich? Genau. Ja, es ist eine Jeansjacke. Jeansjacken sind ja zurzeit super in. Und bei der ist es super cool, dass sie halt komplett hier aufgerissen ist, ne? Und es ist auch komplett durchsichtig hinten für den Sommer optimal. Die hat auch hier an den Ärmeln so Ripped-Optik. Und ich fand die Farbe unglaublich schön und dachte mir, das muss ich unbedingt haben, weil die Farbe halt echt so grau-weiß und so sieht die unglaublich cool aus. Und ist auch von Shein-Zeit, also 27 Euro hat die dort gekostet. Ich sag's euch, guckt euch mal diese Seite unbedingt an. Ich kann es immer wieder nur sagen, dort gibt es saugeile Teile. Wir sind ja noch nicht so ganz zu Ende mit den Jacken. Ich liebe Jacken, ihr wisst es. Jetzt habe ich mir noch eine gekauft, die genauso irgendwie ist wie die davor, bloß irgendwie in Dunkel. Und die hat nicht so krass viel aufgeschlitzt hinten, aber schon ein bisschen. Und die ist einfach vom Ton anders und die sitzt auch ein bisschen anders. Also die ist einfach länger und ein bisschen oversizer. Und die ist von Primark gerade ganz aktuell. Habt ihr 100 pro schon gesehen, wenn ihr dort wart. Ja, genau. Gekostet hat die, glaube ich, knapp um die 20 Euro. 22 oder 23 Euro hat die auch gekostet. Also ungefähr wie bei Shein-Zeit. Ihr wisst schon, die Preise unterscheiden sich nicht viel von Shein-Zeit und Primark zum Beispiel. Und genau, sehr cooles Teil. Wollte ich unbedingt auch haben. Dann kommen wir jetzt zu einem Teil. Das habe ich schon ein bisschen länger tatsächlich, aber ich konnte es euch jetzt erst zeigen, weil ich es umnähen musste. Also das Problem war, ich habe es von Zaful.com gekauft und auf dem Bild war das Kleid einfach nur mit so einem Hollow Man abgebildet. Also es war kein Körper drin, ne? Und das Kleid sah übelst schön aus. Es war so ein Samtkleid. Ihr seht es hier, hat oben so Spitzeneinsätze. Richtig, richtig schön. Und unten halt auch so Spitze, ne? Und ich dachte mir, oh, Wahnsinnskleid. Musst du unbedingt haben, Overknees dazu oder ein Hoodie drüber oder was weiß ich. Und dann sieht es richtig geil aus. Ja, als es ankam, das ist mittlerweile schon 2 Monate her, war das einfach super lang. Also das hatte so eine unvorteilhafte Länge für mich. Das ging mir knapp bis zu den Waden. Und da ich so klein bin, gerade mal 1,63 m und dieses Kleid mir einfach zu den Waden ging, ich sah darin einfach nicht aus. Jetzt habe ich es einfach umgenäht, habe es einfach viel, viel kürzer genäht, ganz viel abgeschnitten, die Spitze einfach drüber genäht nochmal, ne? Und jetzt sitzt es richtig schön und jetzt kann ich es auch endlich tragen. Bei Zaful.com hat 18 Euro gekostet. Dann bleiben wir bei der Seite nochmal und dann möchte ich euch diese coole Jacke zeigen. Und zwar ist es eine Army Jacket, also eine Camouflage-Jacke. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon genug von solchen Camouflage-Jacken. Aber die hat halt so einen ganz, ganz schönen authentischen Ton, so einen richtig schönen warmen Ton, wie ich ihn gerne habe. Und dann ist sie ein bisschen oversizer geschnitten und mit der habe ich ein bisschen was vor mit der Jacke. Die wird nicht so bleiben, dadurch, dass ich halt ein paar mehr Camouflage-Jacken habe. Dachte ich mir, holst du dir von Saful diese geile Oversize-Jacke, um die noch ein bisschen aufzupimpen. Was daraus wird, seht ihr dann auf Instagram und Snapchat.
Hier seht ihr, wo ihr mich finden könnt. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden und schaut, was ich mit dieser coolen Jacke mache. Und da wir jetzt bei coolen Jacken sind, die Irina aufpimpen will oder wollte, zeige ich euch meinen Liebling und zwar diese coole Lederjacke. Das Beste zum Schluss sage ich immer, das ist, ich hatte vor ein paar Monaten mal ein Fashion Haul hochgeladen, da habe ich euch diese Jacke gezeigt, da war die noch komplett schwarz, clean, für 20 Euro bei Colosseum, weil ich mit der was machen wollte. Und ich habe euch ja gesagt, auf Instagram und Snapchat seht ihr, was damit passiert. Aber ich wollte meine YouTube-Community natürlich nicht im Stich lassen und wollte euch auch mal gerne zeigen, was damit passiert ist. Ich kann ja zeichnen, wisst ihr vielleicht, und habe mir jetzt einfach aus dieser coolen Lederjacke eine viel coolere gemacht und habe einfach hier hinten eine Marilyn Monroe drauf gemalt. Das Video dazu habe ich auch gedreht. Es kommt jetzt in den nächsten paar Tagen raus. Und falls einer von euch sich denkt, so eine coole Jacke möchte ich auch haben, dann immer her mit den Wünschen. Ich freue mich wirklich, jedem von euch genauso eine coole Jacke bescheren zu können. Und die sieht ja auch einfach mal mega cool aus. Ich verspreche es euch, eure wird genauso aussehen. Ja, jetzt aber Schluss mit der Eigenwerbung. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Accessoires und Schuhen. Und dann war es das auch schon mit meinem kleinen Fashion Haul. Erstes Accessoire, also Mädels, falls jemand von euch noch nicht mitbekommen hat, dass Camouflage dieses Jahr in ist, dann wird es jetzt endlich mal Zeit dafür, denn Camouflage ist überall und Army und allgemein Khaki. Und deswegen habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, diese geile Beanie-Mütze mitzunehmen, auch in Camouflage-Optik. Hier steht Sorry drauf. Die ist von Telly und hat nur noch 7,99 Euro gekostet. Ist auch gerade noch aktuell da. Und dann habt ihr garantiert auch den Trend mit den Miedergürteln nicht verpasst. Ich auch nicht und wollte es unbedingt ausprobieren. Diesen Miedergürtel habe ich von Amazon geholt, also für einen Zehner, glaube ich. Gibt es jetzt aber zurzeit auch bei Zara in Schwarz und Weiß. Einfach mal reingucken. Und der sieht natürlich am coolsten aus, wenn er über ein Oversize-T-Shirt oder Oversize-Hoodie oder so getragen wird. Genau, ich konnte es mir auch nicht nehmen lassen, so ein Ding mir mal zu bestellen. Finde es auch richtig cool und deswegen musste der mit. Dann will ich euch unbedingt noch eine Kette zeigen. Die habe ich gerade um, weil ich die so toll finde. Und zwar ist das eine mit so, ja, Halbmonden. Die ist gerade von Naked für 12 Euro oder 14 Euro. Und dann möchte ich euch noch ein echt tolles und schönes Stück zeigen. Und zwar ist das hier diese Kette. Ist halt echt super schön gemacht. Hier drinnen seht ihr ein Kleeblatt aus Edelstahl vergoldet und drumherum ist eben diese Kuppel aus Edelstahl und unten hängt noch so ein kleines goldenes Perlchen dran. Diese Kette ist von Leonardo Glass bzw. leonardo.de. Ich verlinke euch eh alle Links nochmal unten, wo ihr die Klamotten und die Accessoires herbekommt. Bei der ist es halt ganz cool, weil diese Kette, also man muss sich den Anhänger und die Kette einzeln bestellen und kann die dann aber so kombinieren, wie man möchte. Und ja, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei und ja, sucht euch einfach was aus. Die haben ganz, ganz viel. Die haben Dekobedarf, die haben ganz viele Schmucksteinchen, die haben ganz viel Gold und Silber. Also schaut euch einfach mal auf der Seite um. Ist auch echt nicht teuer, deswegen empfehle ich das halt so gerne. Und dann habe ich noch ein paar Schuhe und zwar sind es die hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Die sind so ein bisschen glänzend und hellrosé, so ein bisschen pastellig. Und die habe ich von Deichmann für 30 Euro ergattert. Die Farben fand ich schön, dass die so ein bisschen glänzen und diese Budapester Optik mag ich eh ganz gerne. Deswegen habe ich die mitgenommen. Und damit wären wir auch schon am Ende meines Shopping-Hauls. Ja, vergesst nicht, die Lederjacke kann ich euch jederzeit so cool bemalen wie meine. Alle anderen Teile verlinke ich euch unten, wenn es die noch gibt. Und hoffe, dass ihr die alle noch in eurer Größe erwischt und kriegt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!